Wenn man auf der Straße damit fährt, dann winken einem die Leute zu, erinnern sich an früher, heben grüßend die Hand. Das ist total schön. Überlegung los, was können wir uns noch suchen für ein Projekt, so ein Vater-Sohn-Projekt, wo ich auch von seinem Know-how und seinen Erfahrungen irgendwie profitieren kann. So sind wir dann zu den Autos gekommen. Einfach die Historie, die bei dem Auto vorhanden ist, das selber machen und zum Schluss das Ergebnis, ein tolles Auto zu haben und ein Fahrzeug, wo man weiß, das haben wir gemacht.